Hallo, ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und ich habe heute mal wieder einen kleinen Unhaul für euch. Also viel Spaß dabei. Und ich weiß, mein letzter Unhaul ist für euch noch gar nicht so lange her, denn er kam jetzt ja erst im November online. Ja, doch, Mitte November. Ich habe ihn aber schon Anfang Oktober gedreht, also ist er eigentlich für mich schon ein bisschen weiter her. Und ich habe damals auch nicht alle Bücher, die ich aussortiert habe, gleich gezeigt. Also ich hatte dann nebenbei noch ein bisschen was anderes aussortiert und habe dann am Ende gedacht, okay, gut, die willst du vielleicht noch behalten, weil du den Mindestverschickwert, Mindestverkaufswert schon erreicht hast. Und das reicht dir erstmal, du wartest erstmal, bis die vielleicht wieder ein bisschen mehr wert sind. Und tatsächlich, aber es sind auch noch ein paar Titel neu dazugekommen, die ich aussortiert habe, die ich neu gekriegt habe und gelesen habe und die mir nicht gefallen haben oder bei denen ich jetzt endlich beschlossen habe, okay, sie verstopfen schon viel zu lange mein Bücherregal, der Platz ist mir zu heilig, jetzt müssen sie auch gehen. Und vor allen Dingen so zum Ende des Jahres komme ich immer noch mal so in die Stimmung, Ordnung zu schaffen und mein Leben in den Griff zu bekommen, aufzuräumen fürs neue Jahr, um dann frisch und frei hineinzustarten. Und deshalb habe ich heute mal noch einen kleinen Jahresend Unhaul für euch. Starten wir gleich mal mit einem Buch, das ihr vielleicht schon kennt, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Ich habe es in einem anderen Video schon mal angedeutet, dass das auszieht. Und zwar Verbündete der Schatten von Laura Adrian. Das habe ich tatsächlich auch nicht selbst gekauft so richtig, sondern das gab es eigentlich bei einer Avell-Bestellung noch mit dazu. Denn bei Avell ist es ja immer so bei einem bestimmten Mindestkaufwert erreicht, so ab 33 Euro und dann ab 35 Euro ist, glaube ich, die nächste Schwelle. Dann kann man sich ein Produkt, ein Buch, ein Mängelexemplar aus dieser Kategorie aussuchen und es mitbestellen. Und ich habe gedacht, okay, das ist ganz interessant, ganz spannend, nimmst du mal mit. Aber es ist nicht spannend für mich, sondern vielleicht für einen meiner Freunde, die auch in dem Bereich was lesen. Denn ich habe von Laura Adrian tatsächlich schon den ersten Band dieser Reihe gelesen und war jetzt nicht so begeistert. Und habe eigentlich auch für mich beschlossen, dass ich die Reihe nicht unbedingt weiterlesen will. Das ist ja auch so eine Vampir-Reihe, die auch schon, genau wie die Bücher von Nanini Singh, alle schon ewig laufen, gefühlt. Und ja, deswegen, wie gesagt, kurz und knackig, eigentlich kein Interesse. Gab es quasi gratis irgendwo dazu, aber darf jetzt dann auch in andere freudige Hände übergehen. Dann ein Buch, das ihr vielleicht aus meinem letzten On-Haul schon kennt, also das Buch selber nicht, aber ein paar andere Titel aus der Reihe. Und da habe ich auch schon erklärt, dass ja die Reihe mir an sich ganz gut gefallen hat, zumindest die ersten zwei, drei Bücher. Aber dann mit dem dritten oder vierten so die Enttäuschung kam und ich habe dann erst gemerkt, okay, die Reihe ist irgendwie vielleicht doch nichts für mich, obwohl die ersten beiden mir ganz gut gefallen haben. Dürfen sie jetzt auch alle ausziehen, auch alle, die ich noch behalten habe. Und deshalb zieht auch Stay With Me aus. Das ist ja der... Genau, das ist genau der Band, den ich überhaupt nicht mochte. Hier der dritte ist es, glaube ich, tatsächlich. Mit Kala als Protagonistin. Und das war irgendwie so ein Buch, das hat sich gezogen und gezerrt und war überdramatisch und absolut überhaupt nicht meins. Und danach habe ich ja beschlossen, okay, ich will die Reihe auf jeden Fall nicht weiterlesen. Und ich werde die ersten Teile wahrscheinlich auch nicht rereaden. Deswegen durften im letzten Unhaul schon die ersten Bücher ausziehen. Und jetzt ist endlich auch Zeit für dieses Buch. Wie gesagt, Mindestbestellwert war Mindestverkaufswert das letzte Mal schon erreicht und jetzt ist das eigentlich auch noch zur Aufstockung da und deswegen darf das jetzt auch bei diesem Unhaul mein Heim verlassen und dann wahrscheinlich zu Momox oder so mir ein bisschen Geld einbringen. Als nächstes habe ich hier ein Buch, wo ich die ersten Bücher der Reihe noch im Regal stehen habe, das aber so für mich die Enttäuschung der Reihe war, obwohl es tatsächlich viele, glaube ich, doch relativ gerne mochten. Aber mich konnte es so überhaupt nicht überzeugen. Deswegen steht die Autorin bei mir auch gerade so ein bisschen unter Beobachtung, sagen wir es mal so. Ich warte jetzt den vierten Band der Reihe ab, den ich noch lesen würde, um zu schauen, ob ich die ersten beiden, also den Rest der Reihe quasi auch ausmiste. Aber fürs Erste darf mich verlassen Feel Again von Mona Kasten. Wie gesagt, da habe ich ja lange mit mir gerungen, weil ich dachte, okay, die ersten beiden der Reihe fandst du doch eigentlich ganz cool, ganz gut. Den zweiten fand ich sogar richtig, richtig gut. Aber das war so, wie gesagt, mein absolutes Lowlight. Und deswegen habe ich gesagt, einfach nur um die Reihe verständlich zu haben, habe ich es lange noch im Regal stehen lassen. Aber jetzt habe ich für mich beschlossen, okay, nee, das darf schon gehen, das darf ausziehen. Die Geschichte um Sawyer und Isaac darf mich verlassen, denn wie gesagt, Sawyer war... Also Isaac mochte ich tatsächlich super gerne, aber Sawyer war so gar nicht meins und auch das Buch aus ihrer Perspektive zu lesen. Deswegen darf mich das jetzt endlich verlassen.
und Platz im Regal schaffen. Aktuell hat noch der vierte Band den Platz eingenommen, aber mal sehen, ob mich der dann überzeugen kann. Dann ein Buch, was ich eigentlich echt ganz nett fand, aber war jetzt halt nichts Besonderes und war jetzt halt auch nichts, wo ich dachte so, wow, ja, das will ich unbedingt nochmal lesen und das fand ich super cool. Es war halt eine ganz nette Liebesgeschichte, die aber auch sehr schleppend angefangen hat, meiner Meinung nach. Ich habe tatsächlich eine Bekannte, die fand die Geschichte echt super cool und super gut, aber für mich, ja, wie gesagt, ganz nett. Ist okay, dass ich es gelesen habe, aber muss jetzt auch nicht im Regal stehen bleiben. Deswegen darf mich The Opposite of You von Rachel Higginson verlassen. Da hatte ich mich eigentlich auch voll drauf gefreut, weil das klingt ja wie eine super coole Hate-to-Love-Geschichte und auch wie eine super Prämisse mit dem Essen und Kampf der Köche quasi. Und so diese, ich mag ja eigentlich diese Chemie und diese Dynamik von Charakteren, die sich eigentlich zuerst überhaupt nicht leiden können und dann sich doch ineinander verlieben, trotz alledem. Aber hier ist die Dynamik irgendwie so, ja, zu Anfang hassen sie sich abgrundtief und sie ist voller Selbstzweifel und dann ist er auf einmal irgendwie nett und hilft ihr aber doch durch seiner Dings und dann mögen sie sich auf einmal. Und irgendwie, ach, ich weiß nicht, da fehlte mir, glaube ich, so ein bisschen der Aufbau und diese Veränderung und auch mehr von der Beziehung, die sich so aufbaut, zu sehen. Und wie gesagt, die Protagonistin war hier auch wieder so ein bisschen mit ihren Selbstzweifeln und ihrem ewigen Gejammer und Gemecker. Zieht sich das doch schon ganz schön ein Stück zu Anfang und ja, auch so das Ende, da hat der Ex-Freund von ihr, glaube ich, auch nicht genannt, das bekommen, was er verdient hat. Das hat meine Bekannte sich auch nochmal angemerkt, wo ich ihr auch absolut zustimmen kann. Und deswegen, ja, wie gesagt, kein Buch, was ich nochmal lesen will, deswegen darf es ausziehen. Und vielleicht jemand anderen mehr begeistern als mich. So, und die letzten beiden Bücher, die ich aussortiere, sind wahrscheinlich doch sehr kontrovers. Will bestimmt auch wieder sehr kontrovers diskutiert werden mit meinen Freunden. Aber ich einmal darf mich jetzt verlassen nach gut einem Jahr. Queen and Blood von Amy Harmon. Genau, Queen and Blood. Das ist der zweite Teil der Bird and Sword Dilogie. Und den ersten hatte ich auch schon lange im Regal stehen. Hab dann endlich mal Anfang des Jahres dazu gegriffen und ich war absolut geflasht. Also der erste Band dieser Reihe, dieser Dilogie, war einfach der absolute Hammer. Ich habe den so schnell gelesen und war so begeistert, dass ich mir sofort den kaufen musste. Aber steht ja doch erst ein halbes Jahr im Regal. Okay. Wie gesagt, unbedingt diesen kaufen musste und auch gleich damit anfangen musste. Und das habe ich getan und dann bin ich irgendwann in der Hälfte so stecken geblieben. Denn es gab dann so eine Entwicklung, so einen Plot-Twist, den ich nicht habe kommen sehen. Und der mich auch sehr schockiert hat und bei dem ich dann gedacht habe, so, nein. Irgendwie, nein. Das hat mir irgendwie komplett die Lust aufs Lesen dieser Geschichte genommen, wo sie mich auch sowieso nicht so ganz so doll packen konnte wie der erste und auch nicht ganz so begeistern konnte wie der erste. Und irgendwie, ja, ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, wie die Autorin das wieder gut und für mich zufriedenstellend auflöst. Vielleicht schafft sie es, vielleicht auch nicht, aber irgendwie will ich es nicht unbedingt wagen. Und ich will mir auch irgendwie so nicht die Erinnerungen, die Gedanken an den ersten Teil kaputt machen, den ich definitiv nochmal rereaden werde irgendwann. Aber der hier darf deswegen jetzt ausziehen. Ja, wie gesagt, nicht ganz meins und nicht so, ist irgendwo auch ein bisschen schade. Ich finde es selber auch ein bisschen schade, weil ich den natürlich auch mal zum vollen Preis gekauft habe und einfach auch, weil ich es unbedingt haben musste. Aber ja, ist halt wie es ist und einen kann nicht jedes Buch begeistern und deswegen darf das jetzt hier auch gehen. Und dann ein Buch, ja, was soll ich dazu sagen, ich sage gar nicht viel, ich zeige es euch einfach. Someone New von Laura Kneidel. Und zwar nicht einfach nur die normale Ausgabe, sondern die Special Edition Hardcover-Ausgabe mit den schönen Innenbildern. Ja, die habe ich letztes Jahr auf der LLC die Ankündigung dafür gesehen und dann kam ja auch gleich die Vorbestellung. War möglich dann gleich an dem Wochenende am selben Tag, so glaube ich noch. Und ich war vom Cover so geflasht und ich hatte davor auch gerade Berühre mich nicht und Verliere mich nicht gelesen und doch sehr gemocht von Laura Kneidel. Also habe ich mir dieses Ding vorbestellt. Ich hatte Glück, dass ich noch eine Ausgabe bekommen habe, die man vorbestellen konnte. Denn die waren ja auch ruckzuck weg, soweit ich das richtig weiß. Was ich bei diesem schönen Buch mit dieser echt ganz interessanten Prämisse auch gut verstehen kann. Denn es geht ja um Mika, der Tochter aus reichem Hause, die bei einem Event sich quasi mit dem Kellner Julian unterhält und aus irgendeinem Grund wird er dann ihretwegen gefeuert. Lief halt also nicht ganz so gut. Dann treffen sie sich aber irgendwann wieder, weil sie Nachbarn sind oder so.
Also klingt echt nach einer super süßen College-Romance und nach einer coolen Geschichte. Und ich dachte auch, es würde mir echt gut gefallen und mega happy angenommen werden. Und dann bin ich aber tatsächlich auch nicht so schnell dazu gekommen, das zu lesen, als es herauskam, weil ich gerade im Praktikum war, als es kam. Und die Ausgabe dann tatsächlich erst bei meinen Eltern gelandet ist. Und dann habe ich so viele unterschiedliche Meinungen, auch doch auch kritische Meinungen gehört und Rezensionen gelesen. Und ich habe mich tatsächlich dann selber für das Ende gespoilert und war dann so, okay, irgendwie ist das eine wichtige Geschichte, das denke ich schon. Ich glaube, es ist auch eine Geschichte, die man echt gelesen haben sollte vielleicht, aber es ist, glaube ich, keine Geschichte, wie ich sie mir erhofft habe und wie ich sie mir vorgestellt habe. Und auf jeden Fall keine Geschichte oder kein Buch, von dem ich jetzt die Super Special Edition brauche im Regal. Denn wenn ich nochmal wieder Lust kriege, dieses Buch zu lesen, kann ich mir die normale Paperback-Ausgabe holen, die dann sowieso viel besser zu meinen anderen Büchern da oben passt. Denn es stört mich gerade irgendwie, dass diese Edition so anders ist und deswegen auch so gar nicht ins Regal passt. Zumindest in das, wo es hin soll. Und ja, ich habe einfach die Lust so richtig an der Geschichte verloren. Einmal, weil ich habe mich gespoilert, ich weiß eigentlich quasi, wie es ausgeht. Ich kenne den großen Plot-Twist und ich finde es eigentlich an sich auch ganz gut. Aber ich weiß auch noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll und wie ich damit umgehen würde und wie ich es kann. Und bevor ich das sage, brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Abstand. Und dann muss ich auch einfach wieder vergessen, was dieser Plot-Twist war. Obwohl ich weiß nicht, ob ich das jemals kann, aber deswegen gesagt, ein bisschen Abstand. Das Buch kann jetzt erstmal ausziehen und kann sich jemand anders an dieser doch Special Edition, dieser Sonderedition erfreuen, denn die sind ja auch relativ selten. Gab ja nur eine begrenzte Auflage. Und die sind ja doch jetzt, nachdem der zweite Band angekündigt wurde, in der Special Edition auch noch wieder heiß umkämpft. Und da kann sich, denke ich, mal wieder jemand anders stark daran erfreuen. Und ich kann wieder ein bisschen Geld damit machen, um mir dann andere Bücher zu kaufen, die ich mehr und lieber lesen will. Ja, und das waren sie dann auch schon wieder, die Bücher, die jetzt zum Jahresende bei mir ausziehen dürfen, die dann fürs neue Jahr Platz schaffen, um mir neue Bücher zu kaufen, obwohl ich das ja jetzt zum Ende des Jahres doch auch wieder ein bisschen im Übermaß getan habe. Deswegen möchte ich erstmal ein bisschen zurückhalten mit dem Buchkauf. Aber ja, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz, um meine neuen Bücher unterzubringen. Und ich fühle mich auch gleich wieder viel freier und viel befreiter und kann, glaube ich, auch ein bisschen fröhlicher und ohne Altlasten im Bücherdepartment quasi ins neue Jahr starten. Und sortiert ihr auch regelmäßig aus? Habt ihr jetzt zum Jahresende auch mal so einen Großputz gemacht oder eine große Ausmistaktion? Verratet es mir gerne in den Kommentaren. Wir können uns ja mal darüber austauschen, wie sich das so anfühlt und warum und wie wir dazu stehen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns ganz bald wieder in einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut!